ESTV, Videos aus der Region. Ganz herzlich willkommen bei ESTV. Mein Name ist Raphael Treit und das ist Svenja. Wir sind hier bei der Zollberg Realschule. Olympia ruft. Erklär mal, um was geht's hier? Genau, also es ist ein Lern- und Bewegungsprogramm für Schulen und Kitas. Und Ziel ist einfach, dass wir die Schulen und Kitas beim Thema Gesundheitsförderung unterstützen wollen. Wir wollen also mehr Bewegung und Gesundheit in die Schulen und Kitas bringen. Das ist so grob der Gedanke. Und wir machen Lehrer- oder Erzieher-Workshops, wo wir denen zeigen, wie sie mehr Bewegung zum Beispiel in den Unterricht bringen können, in den typischen Sitzunterricht in Mathe. Wir machen auch Sporteinheiten fürs Kollegium, dass die mal so ein bisschen rückenfit machen oder was für ihre Entspannung tun können. Und geben eben auch Ideen für olympische Projektwochen. Und ein Olympiateilnehmer ist auch dabei. Genau, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wo er sich versteckt. Ich verrate mal noch gar nicht den Namen. Die Kids sollen sich ruhig mal überraschen lassen und mal schauen, was der uns nachher so erzählen kann über seine Laufbahn und genau, wie Olympia sich so anfühlt. Vielen Dank und ihr seid dabei. Jotti, als Olympiateilnehmer hast jetzt hier ganz viele Schülerinnen und Schüler, über 500. Was ist so für ein Gefühl? Ja, ist mal cool, nach einer langen Zeit mal wieder in so einer Schule zu sein, ja. Weil ich war ja jetzt auch schon länger nicht mehr. Und ich finde es toll, dass es so eine Veranstaltung gibt und bin froh, dabei zu sein. Du bist dreifacher deutscher Meister. Beschreib mal genau, was du machst. Also ich bin Eistänzer, ich tanze mit einer Dame und war deutscher Meister 2016, 17 und 18. Und ja, ist ein tolles Gefühl, der Beste im Land zu sein. Ja. Du hast ja, glaube ich, die nächsten Olympischen Spiele noch im Visier. Genau, also ich war jetzt 2018 in Südkorea dabei und mein Ziel ist es dann in China 2022 in Peking auch wieder dabei zu sein. Wir drücken dir fest die Daumen. Dankeschön. Ein bisschen stolz bin ich natürlich als Trainer von Alicia Freitag schon. Du bist hier auf der Zollberg Realschule. Olympiatag, eigentlich eine ganze Sportwoche. Wie ist so? Gut, ja, es hat Spaß gemacht bis jetzt alles, ja. Was inspiriert dich denn an den Olympischen Spielen besonders? Also generell die ganze Aufmachung, dass es halt einfach so groß ist und ja, ist einfach voll cool. Gibt es für dich Vorbilder bei Olympischen Spielen? Ja, die Gesa Felicitas Krause. Also als Hindernisläuferin mag man natürlich auch eine Hindernisläuferin. Ist es mal ein Ziel von dir, irgendwann bei Olympischen Spielen dabei zu sein, teilzunehmen? Ja, schon. Ja. Wir drücken dir ganz fest die Daumen. Eine Sportwoche im olympischen Gedanken, Frau Krümmer-Schmeißer, als Schulleiterin, fühlt man sich dann auf jeden Fall als sportliche Schule gut aufgehoben? Ja, ich denke, es passt sehr gut zu unserem Sportprofil, das wir an der Schule haben, die Bewegung. Wir sind bewegungsfreundliche Schule und von daher bietet es sich einfach an, alle, nicht nur die Kinder, die sowieso schon Sport machen, sondern alle zur Bewegung zu bringen. Und so eine Sportwoche ist dann natürlich ein idealer Anlass. Ich glaube, es wurde auch irgendwann mal das olympische Feuer angezündet. Wir haben gestartet mit einem Fackellauf hier ums Stadion rum. Verschiedene Stationen, jede Klassenstufe eine Station. Und dann war hier das olympische Feuer, das wir entzündet haben als Beginn. Ja, während hinter mir richtig gehüpft und gesprungen wird, sage ich ciao, danke fürs Reinklicken. Und wer weiß, vielleicht schafft es ja jemand von der Zollberg Realschule mal zu Olympischen Spielen. Tschüss. ESTV, Videos aus der Region.